Hohe Sprünge, akrobatische Kunststücke und jede Menge Sportlerinnen und Sportler. Wenn all das auf der Bühne zusammenkommt, dann ist es wieder Zeit für die Duisburger Sportschau. Ein Abend, um Duisburgs beste Sporttalente für ihre Leistung auszuzeichnen. Doch kurz vor der Show ist es nicht die Aufregung, die überwiegt, denn die Vorfreude auf einen schönen Abend sorgt bei den Nominierten für gute Stimmung. Ich freue mich vor allem, dass ich wieder nominiert worden bin. Und Aufregung, ja, ein bisschen Bauchkribbeln, ja. Aber ansonsten bin ich jetzt erstmal ganz entspannt und lasse das auf mich einfach drauf zukommen. Ich glaube, wir haben einen tollen Sommer gehabt, eine tolle EM gespielt. War jetzt nicht eine große Überraschung, aber ich freue mich. Es geht auch gar nicht um die Nominierung. Es geht einfach darum, hier einen schönen Abend zu haben. Die Sportschau ist in Duisburg was ganz Besonderes. Ich bin immer wieder überrascht, wie viel da auf die Füße gestellt wird, wie toll so ein Abend immer ist. Wir haben das letztes Jahr schon sehr, sehr genossen. Und von daher ist die Nominierung ein Bonbon obendrauf. Ne? Wie sagt man immer, die Kirsche auf der Torte. Aber alles gut, ich freue mich einfach dabei zu sein. Bevor die ersten Preise verliehen werden, sorgt unter anderem noch das National Danish Performance Team für die richtige Atmosphäre im Theatersaal. Doch dann wird es spannend um den Titel Sportlerin des Jahres. Siegerin der Kategorie ist die Hockeyspielerin Pia Mertens, die den Preis jedoch nicht persönlich entgegennehmen kann. Für ihre Arbeit als Trainerin der deutschen Frauennationalmannschaft gewinnt Martina Voss-Tecklenburg die Auszeichnung Trainerin des Jahres. Für sie ist es eine Auszeichnung fürs ganze Team. Ich finde das im Teamsport immer ein bisschen schwierig, eine persönliche Anerkennung dann zu bekommen, aber ich nehme das gerne stellvertretend. Ja, einfach für die gesamte Leistung, die wir im Sommer gezeigt haben, an und von daher freue ich mich. Aber wie vorhin, hat sie nicht verändert. Ich freue mich auf diesen schönen Abend, auf diese vielen Menschen, eine tolle Show. Von daher genieße ich das und freue mich einfach drüber. Gewinnerinnen des Abends sind ganz klar die Frauen. Denn auch der Preis für das Team des Jahres geht an die Fußballdamen. Es ist die MSV Duisburg Frauenmannschaft, die sich die Auszeichnung auf der Bühne abholen kann. Also es ist immer was Besonderes und vor allen Dingen dann auch bei so einem großen Publikum und tollen Publikum und mit so vielen anderen Größen, sage ich jetzt mal, mit auf der Bühne zu stehen, ist einfach schön. Das ist ja auch einfach eine Auszeichnung dafür, dass wir gute Arbeit machen, dass wir dann auch nicht nur mit dem Aufstieg belohnt wurden, sondern auch mit so einer Auszeichnung, dass dann viele für uns gestimmt haben und ja, einfach dankbar dafür. Doch Zeit zum Feiern bleibt der Mannschaft des Jahres an diesem Abend nicht. Denn für sie geht es schon am nächsten Tag für ein Spiel nach Wolfsburg. Genug Zeit, seinen Sieg zu feiern, hat hingegen der Sportler des Jahres, Marco Hopstock. Für den Kanu-Polo-Spieler ist der Sieg der perfekte Start in die Pause. Ja, ist natürlich super. Freut man sich riesig, wenn man in der Heimatstadt den Titel kriegen kann. Natürlich hier noch den Abend mit den ganzen anderen erfolgreichen Sportlerinnen und Trainern verbringen, das genießen und dann die wohlverdiente Ruhepause auch im Winter jetzt mal genießen. Das ist auch ganz schön. Aber nicht nur für die Sportlerinnen und Sportler geht ein aufregender Abend zu Ende. Denn vor allem die faszinierenden Auftritte von den fliegenden Hombergern und den vielen anderen Akrobaten machen die 43. Sportschau zu einem unvergesslichen Abend.